Ich habe es schon oft erwähnt, ich würde mir freuen, Schokolade einfach nur mit leckerem Salz. Und jetzt gibt es sie von Marabu. Marabu Schokolade mit Salz. Ab in den Test. Willkommen bei der Food Show! Ja, ich habe für euch schon wieder Marabu Schokolade. Hat man erst vor kurzem wieder Strawberry Cheesecake. Und ich habe für euch sogar zweimal. Kann also sein, dass das Video vor dem anderen kommt. Ich mache bei dem anderen genau den gleichen Anfang. So. Marabu-Schokolade aus Schweden in der Sorte Salz. Klingt total langweilig für manche, finde ich genial. Ich habe schon seit Ewigkeiten keine reine Salzschokolade mehr gesehen. Und es ist einfach eine gute Lösung. Ich liebe Schokolade, ich liebe Salz. Und wenn es dann nur diese Kombination ist, ohne noch eine Nuss oder so dabei, kann das richtig lecker sein. Was ist das? Marabu ist eine Schokolade aus Schweden, wie gesagt, gehört zum Mondelez-Konzern, gehört also mit zum, mit zum Mondelez-Konzern. Und wer gehört da noch mit zu? In Deutschland ist es Milka. Also das ist die Marke aus Schweden, in Deutschland ist es Milka. Marabu unterscheidet sich aber sehr vom Geschmack, muss man sagen. Hat einen besseren Schokoladengeschmack, finde ich, als Milka. Was aber durch solche Schokoladenedition immer ganz interessant ist, wenn eine Firma das rausbringt, kommt meistens ein halbes, ein Jahr später die solche Edition auch nach Deutschland, nur bei unseren Hersteller. Und bin ich mal gespannt drauf, war ja bei der Strawberry Cheesecake so. Wo habe ich die her? World of Sweets, mein Lieblings-Online-Shop, das wisst ihr ja schon. Da bestelle ich gerne. Und ja, die hatten die. Das ist auch ein exklusives Produkt, kann man fast sagen. Ihr werdet diese Schokolade, wie die Strawberry Cheesecake, und diese nirgendwo anders finden momentan. Außer wenn ihr Glück habt bei Ikea oder wenn ihr mal da oben Dänemark, Schweden, Finnland seid. Oder ihr bestellt sie bei World of Sweets. Ja, Schokolade mit Salz, mehr ist es nicht. Ihr geht in die Nahaufnahmen, ihr guckt euch das nämlich dann direkt mal an. Kalorien kann ich euch zwar sagen, auf 100 Gramm 545, okay, ist eine Schokolade und es ist eine Vollmilchschokolade mit Meersalz. Darum ab in die Nahaufnahmen und dann darf ich sie probieren und dann wisst ihr, ob es sich lohnt. Und wie sieht sie in der Nahaufnahme aus? Ja, hier ist sie. Es ist einfach nur schlichte Schokolade, wie ihr sehen könnt, auch von oben. Man sieht das Marabu M. Okay, hier ist jetzt gerade ein W, weil ich es auf den Kopf gedreht habe. Und das ist das Innere. Wie gesagt, man kann jetzt keine Salzkristalle oder so einzeln sehen. Ich hoffe aber, sie schmeckt schön salzig. Ich zeige euch schnell noch die Zutaten und die Nährwerte. Hier einmal in Deutsch die Zutaten. Drückt jetzt einmal Pause. Und für die Nährwerte muss ich einmal kurz umklappen. So, hier habt ihr die Nährwerte. Und jetzt geht's ans Wichtigste. Nämlich ans Probieren der Marabu Salz aus Schweden. Ich hoffe, sie schmeckt schön salzig. Und da bin ich wieder. Ja, und jetzt darf ich probieren. Ihr habt gesehen, man sieht gar nicht viel. Es ist eine Schokolade, da wird Salz drin sein. Wenn es noch grobes Salz wäre, glaube ich, wäre es noch geiler. Aber ich könnte das verbessern bis zum geht nicht mehr. Aber ich liebe auch grobes Salz. Was sehr geil ist, wenn ihr mal in Dänemark seid oder mal in der Nähe, es gibt Lassøe-Salz, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist das teuerste Salz der Welt. Das gibt es im Dänemark-Shop online, da habe ich mir auch schon mal was bestellt von. Das sind so richtig dicke Salzflocken, habe ich hier auch stehen, so ein Säckchen. Kostet zwar richtig Geld, da kosten so 250 Gramm fast 13 Euro. Es ist aber ein mega perverses, geiles Salz, muss man einfach sagen. Es ist auch das teuerste Salz der Welt. Aber es lohnt sich wirklich. Wenn man Salz mag, es ist wirklich ein kräftiger Unterschied. Naja, das ist die Schokolade. Ich probiere. Ab geht's. Hat den typischen Marabu-Geschmack. Salz ist nicht da, dachte ich erst gerade. Salz ist da. Jetzt hatte ich hier so Salzkorn, was mir gerade im Rachen hängen geblieben ist. Aber die ist lecker. Schmeckt im ersten Moment wie eine normale Vollmilchschokolade und dann kommt diese Salznote daher. Die Salznote könnte kräftiger sein. Ich tippe mal aus dem Kühlschrank, schmeckt sie noch besser. Ich liebe ja richtig kalte Schokolade aus dem Kühlschrank. Habe ich jetzt nicht gemacht. Im Test möchte ich eigentlich immer die pure Schokolade schmecken. Ja, sie ist salzig, aber noch nicht perfekt salzig. Nicht für meine Verhältnisse. Obwohl am Ende immer so ein kräftiger Salzschmelz noch nachkommt. Aber ich brauche es mittendrin. Ich brauche was zum Draufbeißen. Darum ist momentan für mich ja immer noch gesalzene Nüsse in Schokolade schön, weil du da so diesen Crunch hast. Das fehlt hier so ein bisschen. Hier fehlt dieses leichte
ja, Mundgefühl, es muss was im Mund passieren, das fehlt mir so ein bisschen. Dieser Crunch ist einfach nicht da. Finde ich lecker trotzdem, ist eine leckere Schokolade, schmeckt, ist aber nicht der Mega-Knaller. Ich hätte es mir ein bisschen geiler erwartet, vielleicht schmeckt sie mir gekühlt noch einen Ticken besser. So würde ich ihr aber nur für eine leckere Schokolade 3 von 5 Punkten geben. Es ist eine leckere Schokolade, aber es ist zu langweilig ein Tick. Also wie gesagt, dieser Crunch fehlt. Ein bisschen gröberes Salz, dann hättest du was, wo du drauf beißt. Das hätte ich noch einen Ticken geiler gefunden. Vielleicht wagt sich da mal irgendwer dran oder ich muss mir meine eigene Schokoladenfirma suchen, die für mich Schokolade herstellt. Aber die gibt es auf jeden Fall. Wie gesagt, schmeckt nicht schlecht, aber auch nicht der Mega-Knaller. Gibt es ab sofort bei World of Sweets oder in Dänemark oder in Finnland oder in Schweden. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in eins der nächsten Videos, wo auch ein neuer Marabu-Test dabei sein könnte oder schon gewesen war. Denn ich weiß nicht, wie ich die andere Sorte freischalte. Ich zeige sie euch aber einmal. Marabu, Apfel und Zimt. Ja, habe ich auch noch nicht probiert, werde ich gleich probieren. Darum seht ihr es in einem der nächsten Videos oder ihr habt schon gesehen. Also, wir sehen uns, bis bald. Ciao, euer Bob.